Ja, die Veranstaltung heute, da sind wir sehr happy, dass wir Corrie Gutstadt gewinnen konnten, um ihr Sammelband Antisemitismus in und aus der Türkei vorzustellen und ein paar Einblicke zu geben. Corrie Gutstadt ist Turkologin und Historikerin und ihre Dissertation, die ein paar Jahre schon her ist, mit dem Titel Die Türkei, die Juden und der Holocaust, ist ein internationales Standardwerk. Sie ist auf jeden Fall eine Instanz auf dem Gebiet Antisemitismus und türkische Erfahrungswelten. Ja, das Buch könnt ihr auch hier erwerben für einen sehr komfortablen Preis. Ich werde gleich später auch nochmal darauf hinweisen und wir würden uns freuen, wenn ihr das mitnehmt, weil es von der Landeszentrale für politische Bildung in Hamburg publiziert worden ist und das ist schwierig zu bekommen. Man kann es bestellen, aber immer nur ein Exemplar. Und hier haben wir mehrere Exemplare ausliegen und wir würden uns freuen, wenn ihr da welche mitnimmt. Und dann würde ich jetzt an dich, Corrie, abgeben. Ja, von mir auch. Guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung und für die Einführung. Das Thema Antisemitismus in der Türkei oder Antisemitismus in als türkisch oder nahöstlich definierten Kreisen ist sehr stark politisiert und polarisiert hier. Und vor allen Dingen seit dem 7. Oktober hat sich das nochmal zugespitzt. Mein Anliegen mit dem Buch, aber auch heute Abend, ist es nicht, den Antisemitismus in der Türkei oder im türkeistämmigen Milieu durch Präsentation der krassesten Beispiele zu skandalisieren. Deshalb werde ich auch eher wenig auf die Zeit ab dem 7. Oktober eingehen, nur zum Schluss ein bisschen, sondern es geht mir und es ging uns mit dem Buch eigentlich eher darum, eine Darstellung der verschiedenen Facetten zu machen und den Versuch, deren politischen, ideologischen Kontext zu erklären und damit zu einer Versachlichung der Debatte beizutragen. Vielleicht noch eine Vorbemerkung. Ich bin relativ easy, also wenn ihr irgendwas zwischendurch nicht versteht, könnt ihr gerne Zwischenfragen stellen. Also jetzt keine keine Gegenreden und lange Kommentare, aber wenn ihr sagt, hä, wer ist denn das? Das stört mich nicht. Zweifellos ist der Antisemitismus in der Türkei sehr stark verbreitet und keineswegs nur in islamistischen Kreisen, wie es, wenn überhaupt, hier berichtet wird. Also wenn die deutsche Presse mal berichtet, dann meistens über irgendwelche hammermäßigen Äußerungen, entweder von Erdogan, Entschuldigung, also vom Staatspräsidenten, oder von dem Ali Erbaş, also dem Leiter der Religionsbehörde Diyanet. Fakt ist allerdings, dass der Antisemitismus eigentlich im gesamten politischen Spektrum und zwar auch unter eigentlich antagonistischen Kreisen verbreitet ist. Ich will jetzt nur mal ein paar Beispiele geben für so ein Alltags- oder so eine Häufigkeit. Das war, wer sich daran erinnert, vor 10 Jahren gab es in der Türkei ein ziemlich verheerendes Grubenunglück, wo 301 Bergleute bei gestorben sind. Und die Reaktion der Presse, also nicht der Presse, aber zumindest der islamistischen Presse, Akit, war dann, ja, der Schwiegersohn des Besitzers ist ja auch Jude. Also eine tolle Erklärung für dieses Riesenunglück. Und umgekehrt war es so, dass Erdogan, also Staatspräsident Erdogan, als es dann Proteste der Bergleute, der Arbeiter gab in der Stadt, einen so anfuhr und sagte, du Judenbrut. Also einfach nur, um zu zeigen, wie in bei sozialen Fragen oder sozialen Konflikten oder solchem Unfall eben, Antisemitismus dann benutzt wird. Oder hier eine öffentliche Bushaltestelle in Konya. Konya liegt in Zentralanatolien, ist eine sehr islamisch geprägte Stadt. Und auf diesem Schild, was man da an der Bushaltestelle steht, nehmt keine Juden und Christen zu Freunden. Sie sind Freunde untereinander. Wer von euch Freundschaft mit ihnen schließt, der gehört zu ihnen. Und dann gab es eine Klage dagegen. Und die wurde damit entkräftet, im Titelchen,
dass das ja eine Sure aus dem Koran sei und deswegen ist es nicht schlimm. Was seinerzeit hier mal durch die Presse ging, war die ungezählten Auflagen von Mein Kampf. Und als das Copyright noch nicht ausgelaufen war, wurde das dann wieder gestoppt. Das ist hier das erste Mal, glaube ich, thematisiert worden, 2008, wenn ich mich richtig erinnere, als die Türkei Gastland bei der Buchmesse in Frankfurt war. Und als dann das Copyright ausgelaufen ist, vor knapp 8 oder 9 Jahren, gab es sofort, ich habe 16 Auflagen in verschiedenen Verlagen gezählt. Das können wirklich noch sehr viel mehr sein. Und man kann es natürlich auch einfach aus Interesse, was war das für ein schlimmer Antisemit, was hat der geschrieben, lesen. Aber allein schon die Verlagsankündigung, dies ist ein ideologisches Werk, das die Gefahren des die ganze Welt umschlingenden Marxismus und des jüdischen Imperialismus nachweist und so weiter zeigt, dass sich der Verlag auch, also zumindest der, von dem ich jetzt das gerade zitiert habe, damit identifiziert. Und unten seht ihr ein Bild, das hat mir jetzt gerade ein Freund aus Istanbul zugeschickt. Kadıköy ist eigentlich in Istanbul das eher lockere Viertel, wo viele Kneipen sind, wo eher Leute leben, die nicht so die Erdogan-Fans sind. Und das heißt Çoksatanlar, also die häufig verkauften Bücher. Und da seht ihr eben auch Mein Kampf und andere Bücher über Hitler ganz oben. Und noch ein letztes Beispiel ist die Fernsehserie Payitaht Abdülhamid, auf die ich nachher noch kurz eingehe. Die lief 2017 und bis 2021 im Hauptprogramm des ersten türkischen Fernsehens, TRT Bir, und zwar freitags zur besten Sendezeit. Und das ist eine reine antisemitische Verschwörungserzählung, wie die Juden den armen Abdülhamid, also den letzten, den vorletzten Sultan der Türkei, geschädigt und damit das Osmanische Reich zerstört haben. Also damit wollte ich, das waren jetzt einfach so ein paar Bilder, womit ich darauf hinweisen wollte, dass es eben eine ziemliche Vielfalt gibt und dieses Ausmaß wird hier eigentlich kaum wahrgenommen. Und bevor ich mit dem Buch angefangen habe, habe ich die ungefähr 15 oder 16 kritische Türkei-Bücher, die in den letzten 15 Jahren erschienen sind, nochmal durchgeguckt. Auch zum Beispiel eine Biografie über Tayyip Erdogan oder durchaus kritische Bücher, zum Beispiel von Jürgen Gottschlich, der für die Taz regelmäßig berichtet. Und in keinem dieser Bücher wurde der Antisemitismus in der Türkei überhaupt thematisiert. Das ist eigentlich hier kein Thema. Wenn überhaupt, dann ist die Debatte hier eben leider sehr stark polarisiert, weil Antisemitismus Gegenstand einer sehr ideologisierten Debatte ist, wo auf der einen Seite jeder, der als türkisch oder muslimisch oder nahöstlich wahrgenommen wird, von gerade auch rechten Politikern Antisemitismus unterstellt wird, zum Teil eben auch von Leuten wie Aiwanger oder anderen durchaus selber antisemitischen rechten deutschen Politikern, also was so eine Methode einfach ist, den Rassismus zu schüren und vom eigenen Antisemitismus abzulenken. Und als Gegenreaktion darauf, würde ich mal sagen, ist es so, dass in manchen antirassistischen Kreisen, aber natürlich auch aus Kreisen aus der Türkei selbst, der Antisemitismus in der Türkei total bagatellisiert wird und gesagt wird, ja, die Türkei hat immer die Juden aufgenommen. Da kann ich nachher noch was auf Fragen gern zu was sagen. Und wenn überhaupt, dann ist es ein Exportprodukt aus Europa. Also sozusagen beide Seiten argumentieren mit so einer Import-Export-Geschichte. Dazu muss man auch mal sagen, dass viele der als nahöstlicher oder islamischer Antisemitismus thematisierten Aussagen auf die Türkei gar nicht zutreffen, weil zum Beispiel eine der Hauptthesen des rechten und des islamischen Antisemitismus in der Türkei ist die, dass die Juden das Osmanische Reich zerstört haben. Und das würde
die Menschen in arabischen Ländern eigentlich gar nicht stören, weil sie sich ja auch vom Osmanischen Reich eher unterdrückt gefühlt haben. Aber auch die Geschichte der Dönme, auf die ich nachher eingehe, das ist auch ein weiteres sehr wichtiges Motiv im türkischen Antisemitismus. Das existiert in arabischen Ländern so gut wie gar nicht. Die Frage ist auch, wie weit diese Dichotomie, also diese Gegenüberstellung christlicher, europäischer Antisemitismus und nahöstlicher, islamischer Antisemitismus in dieser strikten Unterscheidung zutrifft. Die Menschen sind es gewohnt, von heute zu gucken und dann läuft so eine Grenze durch den Bosporus und durchs Ägäische Meer und auf der Seite der Türkei beginnt dann der muslimische Orient. Und dagegen muss man vielleicht nochmal daran erinnern, dass das Osmanische Reich ja sich sehr lange Zeit, über mehrere Jahrhunderte, auch weit nach Europa erstreckt hat, auch zu den europäischen Mächten gehörte. Und dass bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts die Hälfte der Bevölkerung christlich war. Also die Herrschaft war muslimisch, aber die Bevölkerung war größtenteils christlich, also auf dem Balkan, aber auch zum Teil in den arabischen Ländern und die, also 20% Griechen und Armenier. Oder noch mehr, also selbst nach der großen Nachverfolgung und so weiter, Anfang des 20. Jahrhunderts noch. Und zum einen war christlicher Antisemitismus oder Antijudaismus, würde ich das bezeichnen, um diese Unterscheidung beizubehalten zwischen religiös motivierten Antijudaismus und dem modernen Antisemitismus. Also dieser Antijudaismus war in der Türkei oder im Osmanischen Reich sehr wohl vorhanden und mehrere Autoren weisen auch darauf hin, dass das natürlich auch auf die muslimische Bevölkerung abgefärbt hat. Da gibt es leider wenig Untersuchungen zu. Und dann muss man sagen, dass gerade während der Reformphase in den letzten Jahrzehnten des Osmanischen Reichs, also in den letzten Jahrzehnten des 19. und den ersten, also der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg, der Einfluss und die Interaktion zwischen dem Osmanischen Reich und Europa sehr, sehr groß war. Die meisten osmanischen Intellektuellen, die später mit den Jungtürken die Regierung übernahmen oder die dann in der Folge als Kemalisten die neue Elite in der Republik Türkei waren, haben in Europa studiert. Und umgekehrt war es so, dass es gab eigentlich nur eine Universität in Istanbul, die Darülfünun. Da wurde zum Beispiel auch Treitschke gelehrt. Ich weiß nicht, ob der euch allen Begriff ist. Das ist der das Wort geprägt hat. Die Juden sind unser Unglück. Der war einer der Protagonisten im Berliner Antisemitismusstreit. Ich kann jetzt nicht verbürgen, dass genau seine antisemitischen Sachen gelehrt wurden in Istanbul. Ich wollte einfach nur darauf hinweisen, es gab eine sehr enge Verzahnung. Und umgekehrt war es zum Beispiel so, dass die Dreyfus-Affäre in Frankreich im Osmanischen Reich sehr große Wellen schlug. Die Juden im Osmanischen Reich, die eigentlich eine sehr enge Verbindung zu Frankreich hatten, mit der französischen Aufklärung große Hoffnungen verbanden und auch zum Teil sprachlich sich französisiert hatten, wenn man das so sagen kann, waren völlig geschockt. Umgekehrt gab es muslimische Intellektuelle, die ein Buch geschrieben haben zugunsten von Dreyfus oder Krikor Sohrab, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein armenischer Anwalt, der dann auch im Völkermord ermordet wurde. Der hat sich zum Beispiel angeboten, Dreyfus zu verteidigen, hat die Verteidiger in Frankreich angeschrieben. Das nur, um zu sagen, es gab eine sehr enge Verbindung. Ich wollte jetzt gar nicht das. Und in dieser Zeit kam auch in gedruckter Weise der europäische Antisemitismus ins Osmanische Reich. Ebu Ziya Tevfik war ein sehr bedeutender Intellektueller, der hat mitgearbeitet an der Ausarbeitung der Verfassung von 1872, die dann suspendiert wurde, aber darum geht's nicht. Und er war einer der wichtigsten Journalisten und der hat zum Beispiel ein Buch geschrieben oder so eine Pamphlet-Broschüre, Millet-i Israelie, die jüdische Nation. Und das
kolportiert sämtliche antisemitischen Topoi des modernen Antisemitismus. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Die wahre Religion der Juden ist der Profit. Unmoral liegt in ihrer Natur. Sie erlangen ihr Geld und ihr Reichtum durch Täuschung und List und so weiter und so weiter. Also ich habe jetzt nicht das ganze Buch abgeschrieben. Der moderne Antisemitismus in Europa hat sich ja einerseits richtete sich zum einen gegen die Moderne, also gegen Kapitalismus, gegen Urbanisierung. Juden wurden verantwortlich gemacht für Unmoral, für die Verstädterung, für alle bösen Auswüchse des Kapitalismus. Und gleichzeitig war es zum Teil auch ein Widerstand gegen die Gleichstellung von Juden. Ich glaube, hier im Rheinland ist es, oder im Ruhrgebiet kann es sogar noch stärker sein, weil durch die napoleonische Besetzung Juden gleichgestellt wurden, auch in Europa. Und dann verband sich deutscher Nationalismus und antifranzösische Ressentiments mit Antisemitismus. Und im Osmanischen Reich war es so ein bisschen ähnlich, dass die Gleichstellung der nicht-muslimischen Minderheiten, also vor allen Dingen der Armenier, Griechen und Juden, auch zum Teil auf Einfluss und Druck der europäischen Großmächte erfolgte. Und das führte dann auch zu so einer Vermengung dieser Feindbilder, dass praktisch die Minderheiten immer als verlängerter Arm der anderen imperialistischen Großmächte gesehen wurden. Ich hatte vorhin gesagt, dass die Juden oder eine der Haupterzählungen, Entschuldigung, vor dem Hintergrund der gewaltigen Umbrüche in dieser Zeit, also das Osmanische Reich verlor sukzessive praktisch 80% seines Territoriums, es gab dauerhaft Kriege. Und es gab natürlich, wie auch in Europa, sehr starke gesellschaftliche Umwälzungen durch die Entwicklung des Kapitalismus, durch Verstädterung etc. Und so war die Gesellschaft von sehr tiefgreifenden Umwälzungen geprägt. Die Jungtürkische Revolution von 1908, also das Osmanische Reich hatte einen Sultan, und die Jungtürken, haben sie sich selbst genannt, oder Jön Türk auf Türkisch, vom Französischen abgeleitet, haben 1908 eine Revolution durchgeführt, die zunächst die Verfassung wieder einsetzte, dann relativ schnell in eine Diktatur mündete, und dann war es auch so, dass die Jungtürken, dass sich der nationalistische Flügel durchsetzte, die dann im Ersten Weltkrieg den Völkermord an den Armeniern gemacht haben. Aber vor diesem Hintergrund dieser gewaltigen Umbrüche, der dann letztlich auch zum Untergang des Osmanischen Reiches führt, entwickelten sich zwei für den Antisemitismus in der Türkei bis heute prägende Erzählungen. Das eine ist eben die wird vor allen Dingen von konservativen religiösen Kreisen verbreitet, dass die Juden für die Absetzung des Sultans daran schuld seien und für die Wiedereinführung von Sultanat und Kalifat eintreten. Oder eben wie heute aktuell die AKP, die regierende Partei von Tayyip Erdogan, an die glorreiche Zeit des Osmanischen Reichs anknüpfen wollen. Und dabei wird behauptet, dass dieses Komitee der Jungtürken, das war tatsächlich eine Geheimgesellschaft, weil Opposition war verboten unter Abdülhamid, dass das angeblich ein jüdisches Komitee gewesen sei. Da waren ein paar Juden bei, aber die spielten bei Weitem nicht die Hauptrolle. Aber das kennen wir, dass eigentlich immer für Revolutionen, auch in Deutschland oder in Russland oder in anderen Ländern, Juden verantwortlich gemacht werden. Diese Strömung, wie gesagt, betrachtete die Jungtürken als von Juden dominiert
und macht damit die Juden quasi für den Untergang des Osmanischen Reiches verantwortlich. Und eine Schrift von 1923 von Mevlanzade Rifat Bey schreibt, also der Titel ist, wie haben die Zionisten das Osmanische Reich zerstört? Und hier, was auf dem Bild zu sehen ist, das ist eine ist ein Nachdruck von 2013 von einer regierungsnahen historischen Zeitung, die das praktisch als Beilage umsonst verteilt haben. Allerdings war Mevlanzade weder der erste noch der einzige, der diese These vertrat. Interessant ist, dass der Vorwurf ab 1909 zum einen von zahlreichen konservativen und islamischen Intellektuellen in der Türkei gemacht wurde, also nach der jungtürkischen Revolution. Es gab 1909 einen Versuch eines Gegenputsches, der dann scheiterte. Und außerdem wurde er auch vertreten von Gerald Fitzmaurice, das war der Hauptübersetzer oder Dolmetscher an der britischen Botschaft. Also diese These war auch in britischen außenpolitischen Kreisen sehr stark vertreten. Und es ist nicht ganz klar, wer das von wem übernommen hat. Verbunden mit dieser Erzählung, dass angeblich die Juden für den Sturz von Abdülhamid, also für des Sultanats, verantwortlich seien und damit für den Untergang des Osmanischen Reichs, ist die Erzählung über die Dönme. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Ihr kennt wahrscheinlich alle einen Döner. Dreht sich, ne? Dönmek heißt auf Türkisch, was sich dreht. Und im Allgemein bedeutet das auch für alle Leute, die ihre Identität geändert haben, zum Beispiel die konvertiert sind. Also man kann auch einen Armenier, der jetzt Muslim geworden ist, als Dönme bezeichnen. Also das ist man sollte das nicht tun, das ist eine abwertende Bezeichnung. Oder für jemanden, der seine sexuelle Zugehörigkeit oder Genderzugehörigkeit geändert hat, kann man das auch benutzen. Im engeren Sinne, also und im allgemeinen Sprachgebrauch, wird es aber für die Nachfahren von Sabbatai Zvi benutzt. Der wiederum, das werdet ihr wahrscheinlich auch nicht kennen, war im 17. Jahrhundert ein selbsternannter Messias, der lebte in Izmir, kam eigentlich so aus Kreisen der Kabbala, also der jüdischen Mystik, und hat tatsächlich nach Jesus die größte messianische Bewegung im Judentum ausgelöst. In Hamburg zum Beispiel, im Museum für Stadtgeschichte, aber auch in Berlin, im Museum für jüdische Geschichte, wird immer die Geschichte der Glückel von Hameln erzählt, weil es eine Kaufmannsfrau war, die Witwe war und ihr Tagebuch geschrieben hat. Deswegen, solche Leute braucht man natürlich in Museen. Und von Hamburg bis Antwerpen, bis Amsterdam, bis sonst wo saßen tatsächlich die Juden auf gepackten Koffern, um ins Heilige Land zu gehen. Das hat mit vielen Faktoren weil das 17. Jahrhundert, da gab es ohnehin so Zeitenwende-Erzählungen, auch unter Christen. Also das beeinflusste sich gegenseitig. Es war auch irgendwie das Jahr der Apokalypse des Johannes, was mir nichts sagt. Ich weiß nur diesen Begriff. Sorry, ich bin nicht so christlich. Jedenfalls war das wirklich eine Massenbewegung. Ein kritischer Rabbi in Hamburg hat geschrieben, und die Juden in der Synagoge in der Polstraße, das ist im Gängeviertel in Hamburg, in der Nähe vom Großneumarkt, tanzten mit den Tora-Rollen auf den Tischen, weil sie sich darauf vorbereiteten, ins Heilige Land zu gehen. Gut, also es strömten massenhaft Leute dahin und der hat so eine Rundreise gemacht, war in Safed, was heute in Israel liegt, und in Jerusalem und war dann in Istanbul und der Sultan hat das dann als bedrohlich empfunden und ihn vor die Alternative gestellt, zu konvertieren oder ein Wunder zu begehen oder geköpft zu werden. Was hat er sich ausgesucht? Er ist konvertiert. Und das hat aber unter seinen Anhängern, die sind dann in drei Strömungen, in drei Gruppen im Grunde zerfallen. Die einen haben gesagt, was ist das denn?
und sind zum richtigen orthodoxen Judentum zurückgekehrt. Ein anderer Teil ist wirklich einfach Muslim geworden. Und die dritte Gruppe hat sich als eigene Untergruppe im Islam konstituiert. Die haben sich selber Ma'amin genannt. Wer Türkisch kann, kennt das Wort Mumin, also das heißt die Gläubigen. Und das ist das hebräische Entsprechung, also sozusagen die wahren Gläubigen. Und die Mehrheit von denen hat sich in Thessaloniki oder Saloniki damals angesiedelt und war eine sehr endogame Gruppe. Was man vielleicht betonen muss, sie waren keine Kryptojuden. Das waren nicht Leute, die gesagt haben, okay, wir beugen uns diesem Druck und wenn die Zeiten besser werden, kehren wir zum Judentum zurück oder machen, sondern die haben sich als Muslime verstanden, aber eben als Gruppe innerhalb des Islam. Hatten auch getrennte, also keiner aus dieser Gruppe hätte seine Toten auf dem jüdischen Friedhof beerdigen können. Und sie wurden auch in Saloniki eigentlich als Muslime, als Untergruppe im Islam anerkannt. Erst als sich als Saloniki im Balkankrieg von den Griechen erobert wurde, 1912, und viele Muslime die Stadt verließen und schließlich 1923 nach dem zwischen Griechenland und Türkei vereinbarten Bevölkerungsaustausch, da mussten 1 Million Griechen die Türkei verlassen und 500.000 Muslime Griechenland, und sie dann in Istanbul ankamen oder in anderen türkischen Städten, aber hauptsächlich in Istanbul, wurden sie mit einmal als Kryptojuden und Dönme bezeichnet. Und seitdem sind sie eine der wesentlichen Zielscheiben für Antisemitismus. Was vielleicht, ich weiß nicht, Klaus Holz, das ist ein Antisemitismusforscher, hat das mal so beschrieben, für den Antisemiten sind die Juden, die am wenigsten als Juden erkennbar sind, am gefährlichsten. Also die Juden, die mit Schläfenlocken im Städtel wohnen, die kennt man. Aber das war ja auch hier mit dem modernen Antisemitismus hier so. Die, die sich in der Stadt bewegen und Intellektuelle sind, und das sind die Gefährlichen, weil sie mischen sich unter die normale Bevölkerung vielleicht ist das ein Grund dafür, dass die Dönme sozusagen eine der wesentlichen Zielscheiben des Antisemitismus in der Türkei wurden. Ich hatte vorhin gesagt, es gab zwei Haupterzählungen. Die eine war eben die von den konservativ-islamischen Kreisen. Juden oder Juden und Dönme haben das Osmanische Reich zerstört. Und die andere ist die von den Kemalisten, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gab es einen in der Türkei als Befreiungskampf bezeichneten Krieg, einerseits mit Griechen und gleichzeitig im Osten gegen überlebende Armenier, die dann nochmal vertrieben wurden, soweit welche überlebt hatten. Und dann hat sich die Republik konstituiert und Linie von Atatürk oder damals hieß er Mustafa Kemal, war die, wir wollen überhaupt nichts mit dem Osmanischen Reich zu tun haben. Die Schrift wurde geändert, die Namen wurden geändert, alles wurde geändert, die Geschichtsschreibung, es wurde ein klarer Cut gemacht. Von daher wird von dieser Seite nicht eine Rückkehr zum Osmanischen Reich vertreten, aber man stellte sich selbst als Opfer der europäischen Großmächte da. Das ist natürlich eine interessante Sichtweise, wenn man bedenkt, dass zu Beginn des Ersten Weltkriegs das Osmanische Reich noch eine der europäischen Großmächte waren und sie auch selber diesen Krieg mit großen expansionistischen Zielen begonnen haben. Sie wollten bis nach Korea oder Japan durchmarschieren und die Muslime in Asien alle vereinen, und selbst zur Zeit des Waffenstillstands, also im Oktober 1918, standen türkische Truppen noch in Baku und was heute Armenien ist. Trotzdem, und das kennen wir auch von anderen europäischen Ländern, sah sich die Türkei als Opfer der europäischen Großmächte. Das ist
auch eine Erzählung, die wir aus Ungarn kennen, also von vielen Verliererstaaten und natürlich in Deutschland. Also die wahren Opfer des Ersten Weltkriegs, das wissen wir von deutschen Revanchisten, waren der deutsche Imperialismus, der ebenfalls den Krieg mit großen expansionistischen Zielen begonnen hatte. Und das verbindet sich häufig in den genannten Ländern, aber auch eben in der Türkei, also in den europäischen Ländern mit Antisemitismus und in der Türkei mit einer Minderheitenfeindlichkeit. Also Armenier, Griechen und Juden werden als verlängerter Arm der europäischen Großmächte angesehen. Einerseits ist es eine Umschreibung der Geschichte, also die Angreifer machen sich selbst zu den Opfern, Täteropfer. Und bei der Türkei kann man auch sagen, das Besondere ist, dass die Türkei durch den türkisch-griechischen Krieg eigentlich einen Großteil der ursprünglich nach dem Ersten Weltkrieg vorgesehenen Beschränkungen aufheben konnte. Also der Vertrag von Lausanne 1923 war ein ziemlicher Erfolg im Sinne des türkischen Nationalismus. Okay. Aber das sind diese beiden Haupterzählungen, die sich zum Teil auch ergänzen, weil es letztlich natürlich darauf hinausläuft, dass man Opfer ist und die Juden daran mitschuld waren. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller. In der jungen türkischen Republik gab es die war geprägt von einem sehr aggressiven Nationalismus. Es gab zum Beispiel Berufssperren für Nichtmuslime. Das macht diese Doppeldeutigkeit aus. Einerseits gab sich die neue Türkei, wir sagen heute kemalistische Türkei, als laizistisch und gleichzeitig war aber eins der wichtigsten Kriterien für die Zugehörigkeit zum Türkentum war die Zugehörigkeit zum Islam. Und wer Christ oder Jude war, war da ausgeschlossen. Es gab rechtliche Beschränkungen, zum Beispiel in der Freizügigkeit, in der Organisationsfreiheit. Es gab Zwangsumsiedlungen, wobei da die Kurden noch in ganz anderem Ausmaß von betroffen waren. Aber trotzdem, die Hetze in der Presse richtete sich sehr häufig gegen Juden und zwar verstärkt gegen Juden, weil einfach nach dem Völkermord an den Armeniern und dem sogenannten Bevölkerungsaustausch, also der Vertreibung der Griechen, Juden an sehr vielen Stellen oder in vielen Gegenden die einzige sichtbare nicht-muslimische Minderheit war. Oder vielleicht nicht die einzige, aber häufig die größere. Sie wurden als Ausbeuter, als unpatriotisch, als kosmopolitisch diffamiert. Wir kennen aus der deutschen Geschichte, dass Juden der Durchstoßlegende bezichtigt wurden, dass sie im Ersten Weltkrieg angeblich nicht gekämpft hätten. Das Gleiche wurde auch in der Türkei behauptet. Es gab massive Anpassungskampagnen. Die bekannteste ist diese Vatan das Türkische Konisch. Also das heißt auf Deutsch, Bürger sprich Türkisch. Alle, die eine andere Muttersprache hatten, wurden massiv unter Druck gesetzt, zum Teil richtig mit Gewalt. Also am jüdischen Krankenhaus zum Beispiel wurde die hebräische Inschrift rausgemeißelt von irgendwelchen nationalistischen Studenten. Und es entstand so ein Klima ständiger Einschüchterung. Ich habe in dem Buch, was vorhin erwähnt wurde, über die Migration türkischer Juden in dieser Zeit viel geschrieben und viele von denen sind weggegangen, weil ihnen auch ganz normale Jobs einfach als Straßenbahnschaffner oder am Hafen gekündigt wurden, weil sie keine echten Türken waren. Während der NS-Zeit in Deutschland hat sich das nochmal verstärkt, durch Übersetzungen antisemitischer Standardwerke, wie zum Beispiel die Protokolle der Weisen von Zion oder Henry Ford, der ewige Jude, was zum Teil aus deutschen Quellen, also NS-Quellen, finanziert wurde. Oder aber, ihr seht hier die Zeitschrift Millie Inklab,
die direkt bestimmte antisemitische Karikaturen vom Stürmer, vom antisemitischen Hetzblatt hier von Streicher übernommen hat. Das gilt aber nicht nur für die rechte islamistische Presse, sondern auch Karikatur war eine kritische, eher laizistische Zeitung, aber die Karikatur ist sehr eindeutig. Insgesamt kann man sagen, dass die Jahre 33 bis 45, obwohl die Türkei neutral blieb, obwohl es in der Türkei durch das sehr strenge Einparteienregime keine faschistische und auch keine islamistische Parteien gab und die Presse einer sehr starken Zensur unterlag, waren das schwarze Jahre für die Juden der Türkei. Es gab durchaus rassistische Tendenzen in der Politik. Es gab ein sehr starkes Führerprinzip. Es gab eine türkische Geschichtsthese auf Forderung von Atatürk, wonach die Türken das älteste Volk der Welt waren und alle Sprachen der Welt, das war jetzt die dazugehörige Sprachthese, Sonnensprachtheorie, alle Sprachen der Welt stammen vom Türkischen ab und so weiter. Das ist, wenn man das jetzt heute sagt, denken alle, oh Gott, diese Türken, wie sind die nationalistisch? Das war in fast allen damals entstandenen nationalistischen, also die waren einfach auf dem Stand der Zeit, kann man so sagen. Wie gesagt, es gab Antisemitismus, zum Teil importiert aus Deutschland. Und 1934 kam es in Thrakien, also dem verbliebenen europäischen Teil der Türkei, zu einem Pogrom, zum Teil mit staatlicher Beteiligung, in dem die Juden in einigen Städten wirklich gewaltsam angegriffen wurden und in anderen von Polizeikräften zum Verlassen der Stadt aufgefordert wurden, um Schlimmeres zu verhindern. Und Thrakien, also ich weiß nicht, ob ihr den Stadtnamen Edirne kennt, das liegt heute an der Grenze zu Bulgarien und zu Griechenland und ist nicht mehr so bekannt. Das war aber eine der ersten Hauptstädte des Osmanischen Reiches und für das türkische und osmanische Selbstverständnis immer sehr, sehr wichtig. Und es war eine blühende jüdische Gemeinde, hat es da immer gegeben. Es gab allein 11 Synagogen und jüdische Gelehrte, Musiker, Philosophen waren da. Und durch dieses Pogrom ist praktisch die jüdische Existenz in dieser Gegend, also nicht nur dort, sondern auch in den umliegenden kleineren Städten, auf immer verschwunden. Und dann gab es 42, 43 eine spezielle Vermögenssteuer in Tüttelchen. Die wurde mit den hohen Militärausgaben begründet. Die Türkei hat nicht am Krieg teilgenommen, hat aber trotzdem extrem aufgerüstet unter der Gefahr des Krieges. Und diese Karikatur, die ich eben gezeigt hatte, die ist im Rahmen dieser Kampagne entstanden oder veröffentlicht worden. Die Minderheiten wurden als Ausbeuter dargestellt und praktisch enteignet. Also es wurde eine Steuer erlassen und von den Minderheiten einfach das 20-fache, manchmal das 50-fache genommen. Also die zu besteuernden Leute wurden in Gruppen eingeteilt und da gab es den Begriff für G, Gaidi-Muslim, das heißt Nicht-Muslime, und M für Muslime. Und es war ganz offensichtlich eine Steuer, um die Minderheiten zu enteignen und ihr Eigentum zu türkisieren. Und wer nicht in der Lage war, diese Steuer zu zahlen, das waren ungefähr 2.000 bis 3.000 Menschen, die wurden deportiert in Arbeitslager in der Nähe der sowjetischen Grenze, wo auch einige verstorben sind. Zwei Protagonisten des nationalistischen und islamistischen Antisemitismus waren in dieser Zeit besonders aktiv. Das eine ist Cevat Rıfat Atilhan, der hat diese Zeitung mit den Karikaturen vom Stürmer veröffentlicht und war auch aktiv in der Hetze, die zu diesem Pogrom in Thrakien geführt hat. Und seine Werke, seine Bücher, seine Pamphlete, hat ungefähr 50
rein antisemitische Bücher geschrieben. Es gibt keine anderen Themen da drin. Also es ist nicht so, dass er irgendwie lauter Sachen geschrieben hat und da kommt ein bisschen Antisemitismus und so vor, sondern es ist reiner Antisemitismus. Er hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch ein Buch geschrieben, dass die Juden schuld sind am Zweiten Weltkrieg und versucht haben, mit dem Zweiten Weltkrieg die Welt zu zerstören. Und was ich interessant finde, ist, dass 2008 gab es einen relativ demokratischen Kulturminister unter einer der ersten Erdogan-Regierungen. Wie heißt er noch? Günay. Ertuğrul Günay. Und die Bücher von Atilhan standen trotzdem auf der Empfehlungsliste des Kulturministeriums. Das heißt nicht unbedingt, dass Ertuğrul Günay, der eigentlich ein Linker war, Atilhan so toll fand, aber das heißt, dass es einfach null Bewusstsein dafür gibt. Und Nihal Atsız ist sozusagen nicht islamistisch, sondern eher der säkulare, aber krasse Nationalist. Das kann man wahrscheinlich nicht lesen, aber er schreibt da in einem Vermächtnis an seinen Sohn: Der Kommunismus ist eine uns feindliche Richtung. Die Juden sind der heimliche Feind aller Völker. Und dann kommen eigentlich alle Völker, die man sich vorstellen kann. Die Russen, Chinesen, Perser, Griechen sind unsere historischen Feinde. Die Bulgaren, Deutschen, Italiener, Engländer, Franzosen, blablabla, sind unsere aktuellen Feinde. Also alle sind Feinde. Die Juden spielen da nicht die Hauptrolle. Sie sind eine, also alle sind Feinde. Und es geht darum, also das ist ein sehr krasser, rassistischer Nationalismus, der von ihm vertreten wird. Trotzdem sind die Juden die Schlimmsten. Und auch hier ist es interessant, vor 2 Jahren wurde in Istanbul, in Maltepe, im Istanbuler Stadtteil Maltepe, ein Park nach ihm benannt. Wir alle wissen, dass man sich gefreut hat, dass die Stadt Istanbul einen CHP, also einen von der CHP einen Bürgermeister hat. Aber um mit der E-Party eine gute Koalition zu machen, haben sie den Park nach diesem Faschisten benannt. Das auch nur als Beispiel, dass es, wie gesagt, null Problembewusstsein gibt. Und als Folge dieser Stimmung und dieser Maßnahmen in den 30er und 40er Jahren haben dann nach dem Zweiten Weltkrieg, also mit Gründung Israels, über die Hälfte der Juden die Türkei auch verlassen. Nach 45, bis dahin, also bis 46, war die Türkei ein Einparteiensystem und es gab relativ wenig Möglichkeiten, sich zu organisieren. Es wurde immer mal gelockert, aber es gab, von daher wissen wir auch nicht so viel, was in bestimmten islamistischen Kreisen diskutiert wurde, weil sie keine offenen Zeitungen herausgegeben haben. Nach 46 mit der Einführung des Mehrparteiensystems ergab sich mehreres. Zum einen gab es jetzt eine Liberalisierung im Bereich der Religion. Das war vorher sehr stark reglementiert. Jetzt spielte die Religion wieder eine größere Rolle. Und islamische, islamistische und nationalistische Zeitungen konnten erscheinen. Gleichzeitig war es so, dass die Türkei Teil des westlichen Bündnisses wurde, 53 Teil der NATO. Und schon 47 haben sie Marshallplanhilfe bekommen. Und Antikommunismus war sozusagen die Staatsideologie. Und sie haben auch sehr viel Antisemitismus durch diese antikommunistische Ausrichtung übernommen. Ich gehe da gleich nochmal im Detail drauf ein. Einer der Hauptprotagonisten, der bis heute eine enorm große Rolle spielt, ist Necip Fazıl Kısakürek. Die meisten werden den Namen vielleicht noch gar nicht gehört haben. Oder wenn dann, weil es vor einigen Jahren eine Auseinandersetzung darum gab, dass Kübra Gümüşsay vorgeschlagen hat, man solle ihn doch neben Goethe im deutschen Unterricht lesen. Ich muss mal abschwächen dazu sagen, sie hat nicht nur gesagt ihn, sondern sie hat eine ganze Reihe gesagt. Und hinterher hat sie gesagt, sie wusste gar nicht, was der so vertritt. Das wirft auch kein tolles Licht auf sie.
Christa Kühleck ist heute der absolute Mensch, auf den sich zum Beispiel Tayyip Erdogan immer wieder beruft. Er beginnt seine Reden gern mit Zitaten von dem von ihm als Ustad, Meister bezeichneten. Der Todestag von Christa Kühleck wird gefeiert oder durch Andachten begangen. Die AKP-Politiker schicken sich gegenseitig Messages. Auf Twitter wird was weiß ich gemacht. Und diese Zeitschrift Büdoro, also der große Osten, links seht ihr das erste Geschenk der Freimaurer. Freimaurer und Juden werden oft synonym benutzt in der Türkei, war die Katastrophe des Balkankriegs 1912. Und rechts, das ist auch ziemlich eindeutig, also alles ist von Juden und Freimaurern gesteuert, die die Türkei zerstören wollen. Und es gibt auch eine Zusammenfassung seiner Schriften unter dem Titel Juden, Freimaurer und Dönme. Es geht auch wieder um die Dönme. Kısa Kürek war tatsächlich ein fanatischer Antisemit, der diese Idee des islamischen Großen Ostens entwickelt hatte, die durch die Türkei begründet werden sollte. Und dabei empfahl er religiöse Minderheiten auszurotten und manchmal schreibt er, man muss sie wie Unkraut vernichten, manchmal schreibt er, man muss sie einfach nur wegschicken, aber in jedem Fall betont er, dass die Juden die Schlimmsten sind und dass man die Juden auch nicht entschädigen darf, wenn sie des Landes verwiesen werden, ausgewiesen werden. In den 50er Jahren gab es dann einen Skandal, kann man sagen, weil es zu einem Mordanschlag gegen einen der bekanntesten Journalisten, der liberalen Journalisten der Türkei kam, Ahmet Emin Yalman. Der war absolut kein Linker, der war eher sehr pro-amerikanisch, antikommunistisch ausgerichtet, aber er war ein echter Liberaler, kann man sagen. Obwohl er Antikommunist war, hat er sich zum Beispiel für die Freilassung von Nazım Hikmet eingesetzt, den viele von euch vielleicht kennen. Und er hat eine Kampagne geführt gegen die Verrohung der Sitten unter dem Einfluss des Westens, wobei die Juden und die Dönme angeblich die Hauptrolle gespielt haben. Und also Kısa Kürek hat diese Kampagne geführt. Und eine seiner Zielscheiben war eben Ahmet Emin Yalman, gegen den ein Mordanschlag verübt wurde, den dieser überlebt hat. Es war auch so, ich hatte vorhin gesagt, jetzt wurden wieder Religion und Islam stärker gefördert. Professor Dr. Hikmet Tanju war Dozent und dann später Dekan der Fakultät für Religionswissenschaften und hat zwei Bücher herausgegeben, die bis heute noch zum Teil als Lehrbücher benutzt werden. Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, also über die Geschichte oder durch die Geschichte, die ganze Geschichte lang, Juden und Türken. Und es ist eine Aneinanderreihung antisemitischer Klischees und zum Teil hat er Teile auch übernommen von den Protokollen der Weisen von Zion. Und natürlich darf nicht fehlen, dass Karl Marx ja Jude war. Und also ich dachte erst, es wären nur kleine Teile. Ich habe mir das vor kurzem nochmal angeguckt. Das sind zwei so dicke Bände und die sind wirklich voll von Antisemitismus. Und zu seinem Todestag erschienen kürzlich in verschiedenen religionswissenschaftlichen Zeitungen oder Zeitschriften in der Türkei große Nachrufe auf ihn und seine Verdienste für die Religionswissenschaft in der Türkei. Die 1970er Jahre sind die Jahre des Aufstiegs des politischen Islam in der Türkei. Der Name Necmettin Erbakan, dürften einige vielleicht kennen. Das war sozusagen auch Kısa Kürek und Erbakan sind beides die Ziehväter von dem heutigen Präsidenten Erdogan.
Erbakan hat im Übrigen hier in Aachen studiert. Wir wissen aber wenig darüber, ob er hier, weil es hier auch eine Zelle von den sich bildenden Muslimbrüdern gab, die mit dieser Moschee in München und Aachen was zu tun hatten, ob er mit denen in Kontakt stand. Vermutlich eher nicht. Er vertritt aber, also die von ihm gegründete Linie Miligölsch, ist aber auf sehr eng verwandt ideologisch mit den Muslimbrüdern. Und auch da ist es eigentlich so, dass sich durch alle seine Schriften ein wahnsinnig krasser Antisemitismus zieht. Es ist nicht so, dass irgendwie mal hier oder da was Negatives über Juden erzählt wird, sondern die ganze Weltsicht baut sich auf Antisemitismus auf. So ist zum Beispiel die Europäische Union ein zionistisches Gebilde, was nur gegründet wurde, um die Türkei zu schwächen. Juden und Freimaurer sind die Hauptfeinde. Er begründet auch die, in Lausanne hätte angeblich der damalige Rabbiner, Oberrabbiner der Türkei, Chaim Nahum, der war da aus patriotischen Gründen, um die Türkei gegenüber den europäischen Großmächten zu verteidigen und für die Türkei möglichst viel rauszuholen. Er sagt, er hätte ein geheimes Abkommen gemacht, das Kalifat ab. Und hätte da mit den Engländern und Franzosen ausgehandelt, dass das Kalifat abgeschafft werden würde. Also es gibt mehrere Bücher von ihm, das sind einfach Verschwörungserzählungen. Ungefähr zur gleichen Zeit erstarkte auch, also schon in den 60er Jahren, die türkische Linke, die durchaus einen relativ großen Einfluss hatte. Sie hatten zwar nur 15 Sitze in der TIP, Türkisch İşçi Partisi, im türkischen Parlament, aber wirklich wichtige Verbindungen zu den Gewerkschaften und auch auf dem Land, zur Landbevölkerung. Und es gab Zeitschriften wie Jön, die wirklich eigentlich die gesamte demokratische, oder da einer hat geschrieben, das ist das Who is Who der türkischen Intellektuellen, die damals da geschrieben haben. Und sie waren stark beeinflusst von der weltweiten linken und antikolonialen Bewegung und gegen den US-Imperialismus und betrachteten teilweise die Türkei als Kolonie oder Semikolonie. In dem Buch ist ein Artikel, der ist ziemlich gut, über diese Zeitschrift Jön, die aus der später eigentlich alle verschiedenen Strömungen der radikalen Linken hervorgegangen sind. Das war damals noch das Sammelbecken. Und auch Aziz Nesin, ein euch vielleicht bekannter Schriftsteller, schrieb zum Beispiel in dieser Jön und gehörte zu diesen Kreisen, er gehörte auch zur TIP, zur linken Partei. Und auch leider, muss man sagen, verbreitete auch er antisemitische Klischees über den Einfluss der Juden in der Wirtschaft und dass sie sich immer zusammenschließen und die Wirtschaft kontrollieren. Auch die Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung oder mit der palästinensischen Bewegung, nicht der Bevölkerung, trug zum Teil antisemitische Züge schon damals in der Türkei. Als Beispiel lässt sich sagen, dass 71 eine der ersten bewaffneten Aktionen der radikalen Linken in der Türkei war die Entführung und Ermordung des israelischen Konsuls Efraim Elrom, der eigentlich mit ursprünglichem Namen Hofstetter hieß und dessen Familie im Holocaust ermordet wurde. Und er selbst war einer der den Eichmann-Prozess in Israel vorbereitet hat. Und das Tragische ist, den Artikel von Sheila Demirdirek, da wird es so nachvollzogen, sie hatte immer gedacht, oder viele haben gedacht, das wussten die nicht. Das wussten die. Die wussten und haben auch gesagt, ja, da war Antifaschist, das wussten wir eigentlich. Aber sie haben ihn entführt und ermordet. Solche Strömungen gab es europaweit in der
damaligen radikalen Linken, aber es hat bis heute in der Türkei darüber keine Auseinandersetzung gegeben. Also wenn wir hier aus Deutschland sprechen, natürlich die RAF oder auch der 2. Juni haben ähnliche Aktionen gemacht, aber es hat in den letzten 10, 15 Jahren darüber eine kritische Auseinandersetzung gegeben und das fehlt in der Türkei. Also ich wollte jetzt nicht, dass es falsch verstanden wird. In den 70er Jahren spitzen sich die Auseinandersetzungen zwischen Linken und Rechten total zu. Es gab praktisch täglich Todesfälle und am 12. September 1980 gab es einen Militärputsch. Das hatte folgende Konsequenzen. Zum einen war die Linke völlig geschwächt. Eine ganze Generation von Gewerkschaftern, Studierenden, jungen Intellektuellen sind durch die Foltermaschinen des Militärapparats gegangen oder des Repressionsapparats. Es war zum Teil auch die Polizei. Und alles, was irgendwie nur im Entferntesten links oder demokratisch war, war auf die nächsten 5, 6 Jahre verboten. Die Islamisten, also gerade diese Strömung, was ich gesagt hatte, von Erbakan, hatte sich aus diesen Auseinandersetzungen relativ stark herausgehalten und hatte dadurch, ging ziemlich gestärkt daraus hervor. Dann war es so, dass die Putschgeneräle, obwohl sie sich ja angeblich im Namen der säkularen Türkei geputscht hatten, des Islam benutzt, auf den Islam stützten, um jetzt die Linke zu diskreditieren. Also im Fernsehen liefen islamische Propagandasachen. In jedem Dorf wurde eine Moschee gebaut. In der Schule wurde Islamunterricht verbindlich an den Unis. Es führte insgesamt zu einer sehr starken Stärkung des Islam. Und gleichzeitig, das hat kausal nichts damit zu tun, war es so, dass die Linke, die bis dahin recht pro-kemalistisch war, also diese Zeitschrift Jön, die ich eben erwähnt habe, die war zum Beispiel eigentlich kemalistisch. Und jetzt wurde das erstmals in breiteren Kreisen der türkischen Linken in Frage gestellt, führte aber zu einer sehr absurden Zusammenarbeit mit Islamisten, die zum Beispiel also Şanar Yurdatapan ist ein bekannter linker Intellektueller, der sich immer für die Demokratie eingesetzt hat, der hat mit einem der schlimmsten Islamisten zusammen ein Buch herausgegeben und gesagt, ja, wir beide, wir als Linke und ihr als Islamisten, ihr wart immer Opfer des Kemalismus. Und das führte praktisch zu einer Aufwertung. Gleichzeitig entstanden auch militante und terroristische islamische Gruppen wie die İBDAJ. Die nennen sich so, weil sie dieser Zeitschrift von Kısakürek, dem großen Osten, folgen, oder Hisbollah. In diesen Jahren kam es zu 3 verheerenden Anschlägen. Also 86 einen Anschlag auf die Synagoge, die wichtigste Synagoge in Istanbul, mit, soweit ich mich erinnere, 26 Toten. Das wurde von palästinensischen Terroristen verübt. Aber 2003 noch eine ganze Serie von Anschlägen mit ebenfalls vielen Toten, also insgesamt 56, wobei 30 im Umfeld der Synagoge waren. Und das Erschreckende ist, dass es keinerlei Reaktion gab. In dem Buch gibt es einen Artikel von Ayşe Günaysu, die im Menschenrechtsverein aktiv war und die als kleine Gruppe sich auf die Straße gestellt haben und dann noch angepöbelt wurden. Also und zum Beispiel Cengiz Çandar, der ist heute Abgeordneter der pro-kurdischen DEM und galt immer so als ein liberaler Intellektueller. Der war aber eigentlich auch in einem palästinensischen Ausbildungslager vorher. Der hat zum Beispiel nach dem Anschlag von 2003 gesagt, na ja, man weiß ja nicht so genau, es könnte ja auch gut sein, dass Israel hinter diesem Anschlag steckt. Damit bin ich bei dem nächsten Thema, dass nämlich Verschwörungstheorien unheimlich stark verbreitet sind. Das hat
wie häufig, Theorien haben manchmal einen wahren Kern. Es gibt in der Türkei oder gab in dieser Repressionszeit der 80er Jahre, aber vor allen Dingen auch in der 90er Jahre, als es diese massive Verfolgung von Kurden und Kurdinnen gab, Hunderte von sogenannten Morden unbekannter Täter. Faili Meçhul heißt es auf Türkisch. Und das Wort, was sich in der türkischen Linken oder auch in der demokratischen Szene dafür eingebürgert hat, ist das vom tiefen Staat. Das haben auch viele europäische Journalisten übernommen. Also auch in der Taz oder in der Süddeutschen liest man das. Eigentlich ist es eine Theorie, die aus dem Umfeld in den USA von rechten Leuten so im Umfeld von Trump vertreten wird, weil es ist nicht der tiefe Staat, es sind Geheimpolizisten oder Geheimpolizisten, die mit Faschisten zusammenarbeiten oder Mafia-Leute, die, also man kann es, man findet nicht immer die Täter, aber es ist nicht irgendein geheimer, tiefer Staat, sondern es sind Kräfte, die man orten kann. Und wenn man wollte, könnte man es auch aufklären. Also wir wissen das hier auch, dass die Zusammenarbeit zwischen NSU und deutschen Sicherheitskräften, die will man nicht aufklären, aber man könnte sie aufklären. Es ist nicht der tiefe Staat, es ist nicht irgendwas ganz Geheimnisvolles. Aber da solche unaufgeklärten und bizarren Verbindungen in der Türkei noch sehr viel stärker sind, sind Verschwörungstheorien unheimlich verbreitet. Und zum Beispiel Mahir Kaynak, das ist ein ehemaliger Geheimdienstchef, der wurde dann in den 90er Jahren mit einmal zum beliebten Interviewpartner in demokratischen Zeitungen, weil er andauernd irgendwelche Verschwörungen auspackte. Und je mehr er auspackte, umso glaubwürdiger war es, also je kruder das Zeug, umso wissender China, um es mal auf die, also ich weiß nicht, ich will jetzt nicht immer den ganzen Mister vorlesen. Und dann kam 20 Jahre AKP-Herrschaft. Vielleicht erinnert ihr euch, in den ersten Jahren gab es eine gewisse Reformphase, weshalb manche Leute sich gefreut haben, weil mit einmal es eine Liberalisierung gab. Aber dauerhaft hat es natürlich zu einer Ausschaltung der demokratischen Opposition, Kontrolle der Presse. Inzwischen gehört praktisch die gesamte Presse Erdogans Leuten oder Leuten, die mit ihm entweder verschwägert oder sonst wie was sind. Da ist ein kurzer Artikel auch, wo das nochmal nachgezeichnet wird. Allein in den letzten 10, 15 Jahren, wo, ja, außer den sehr geringen, also kleineren Zeitungen mit minimaler Auflage gehört praktisch die gesamte Presse heutzutage der AKP. Und es gibt eine sehr starke Zunahme und Alltäglichkeit von Antisemitismus, wie diese Beispiele, die ich ganz am Anfang gezeigt habe. Dass der Antisemitismus von Erdogan ist kein Geheimnis. Er begann seine Karriere als Studentenführer der Studentenorganisation von dieser Partei von Erbakan, den ich vorhin genannt habe, mit der Aufführung eines antisemitischen und antikommunistischen Theaterstücks Mas steht für Masson, also Freimaurer, Kom für Kommunisten und Ja für Yahudi, Juden. Und es ist so eine wirre Geschichte, dass ein verkappter Jude in der Fabrik die Arbeiter aufhetzt und bla bla. Das war jetzt keine kleine studentische Clique, die das irgendwie an der Uni nur gemacht hat, sondern sie sind damit wirklich durch die Türkei getourt. Weitere Beispiele, wer sich daran erinnert, Erdogan hat vertreten, die Gezi-Proteste 2013 seien eine Intrige der jüdischen Lobby und das wurde auch in der gesamten Presse nachgebetet, also auch in den Fernsehkanälen. Und auch, was zum Beispiel weniger wahrgenommen wird, die Kampagne gegen Osman Kavala, der ist nicht jüdisch. Osman Kavala ist ein sehr wichtiger Kulturmäzen, der sich immer explizit für Demokratisierung, aber auch für
friedliche Lösung von Konflikten und für eine Aufarbeitung der multiethnischen, multikulturellen Geschichte der Türkei und für ein friedliches Zusammenleben einsetzt. Und die Kampagne gegen ihn hat deutlich antisemitische Züge. Also ich meine, da reicht es, sich diese Bilder anzugucken. Oben ist er wie so, wird er wie so eine Spinne im Netz dargestellt und unten steht derjenige, der die Befehle von vom Üstakke, also vom Gott, wie habe ich das immer übersetzt? Verdammte Scheiße. Mastermind zum Beispiel. Also von dem, oder man könnte auch sagen, die übergeordnete, also das ist wie so eine, die türkische Version im Grunde der Protokolle der Weisen von Zion. Der Üstakıl ist so eine geheime intellektuelle Absprache, um die Türkei zu kontrollieren. Und der die Befehle von diesem geheimen Überintelligenz genommen hat und der gleichzeitig der rote Soros der Türkei ist. Also er wird auch immer mit Soros in Verbindung gebracht, wurde verhaftet. Das, also den Namen Osman Kavala habt ihr vielleicht gehört, der ist jetzt seit 2017, Oktober 2017, wurde er verhaftet. Dabei werden antisemitische Verlautbarungen Erdogans nicht nur gierig von der AKP-nahen Presse aufgegriffen, sondern und durch zigfache Wiederholungen multipliziert, sondern mitunter gibt Erdogan auch quasi direkte Anweisungen an die Medien. So zumindest lässt sich der Film Üstakıl, also Mastermind, verstehen. Es beginnt damit, dass so eine große Versammlung von Leuten ist und Erdogan sagt, diese Angriffe von außen sind nicht gegen meine Person gerichtet, sondern gegen die gesamte Türkei vom Üstakıl. Und ihr wisst genau, wer damit gemeint ist. Ihr werdet es veröffentlichen. Also er nennt die Leute nicht bei Namen. Und dieser Film, den könnt ihr im Internet immer noch finden, der lief auf Ahaber, ist voll krass. Also man könnte drüber lachen. Wisst ihr, warum die Amerikaner 2003 in Irak einmarschiert sind? Also ein platter Linker würde denken, wegen Erdölgeschichten, ne? Nein, sie sind da einmarschiert, um die Bundeslade zu finden. Die jüdische Bundeslade, also das, da wo die Urdokumente des Judentums drin sind. Und der Beweis dafür ist, dass sie zum Ethnologischen Museum gegangen sind und das geschützt haben. Was wollen sie sonst beim Ethnologischen Museum? Und in dem Film werden dann 3000 Jahre Menschheitsgeschichte und alle sind Juden. Darwin wird als Jude bezeichnet. Und das sind die Leute, die da auftreten, sind keine Unbekannten, sondern Professoren an türkischen Universitäten. Im Grunde schreibt dieser Film die Geschichte der Welt, aber auch der Türkei, als eine, wo die Türkei als Opfer jüdischer Verstörung angesehen wird. Und die Fernsehserie, da ich vorhin schon sprach, die ist auch auf Anraten von Erdogan gemacht worden. Und in dieser Fernsehserie ist es eben auch so, dass Payitaht Abdülhamid, also Abdülhamid, der 30 Jahre lang Sultan der Türkei war, des Osmanischen Reiches, Entschuldigung. Und die ganze Serie baut darauf auf, dass Theodor Herzl und die Zionisten das Osmanische Reich vernichten wollten. Und dann sind da so Szenen aus dem Zionistenkongress in Basel und Herzl ist sowieso ein völlig herzloser Mensch. Er hat seinen eigenen Vater in den Keller in Ketten gelegt, kommt in einer Szene vor. Und eine ganz entscheidende Sache für die Vorstellung oder für die antisemitische Erzählung in der Türkei ist, dass die jüdische Flagge, diese beiden Linien, das war ein Zugeständnis der eigentlich säkularen Zionisten an die religiösen Juden. Nämlich das nimmt diese Teflin, diese Gebetsstreme, werden damit dargestellt. Aber nein, in türkischer Lesart sind das Nil und Euphrat, weil die Juden das ganze Gebiet vom Nil bis zum Euphrat haben wollen. Und das ist inzwischen so, wenn ihr irgendein
dem Antisemitismus nicht abgeneigten Menschen in der Türkei fragt, dann ist das Standard. Also die beiden Linien in der israelischen Flagge bedeuten Nil und Euphrat. Unter Erdogan hat es eine enorme Renaissance und öffentliche Aufwertung islamistisch und antisemitischer Vordenker gegeben. Von diesem Kısakürek sehen wir hier eine Bushaltestelle, aber es gibt Festivals, die nach ihm benannt werden. Es gibt jedes Jahr einen Literaturpreis für Schüler und Studierende. Und das ist das, was ich vorhin sagte, mit dem Hüseyinliler Aziz Park in Maltepe. Was interessant ist oder was ziemlich erschreckend ist, dass säkulare Nationalisten in dieser Zeit, wo sie ausgebotet wurden im Grunde unter Erdogan, mit einmal islamistische Narrative übernommen haben und diese angebliche Verschwörung der Dönmer oder der Kryptojuden wurden nun von vormals Linken, ich würde sie als Nationalisten einfach nur bezeichnen, aber das sind säkulare Nationalisten, übernommen und in den 2000er Jahren, Yalçın Küçük war früher mal ein marxistischer Prof, der ist nach dem Militärputsch wegen als Linker entlassen worden und beschreibt hier in dem Buch, was in einer mehrfach 100.000 Auflage in der Türkei verkauft wurde, Şebeke, also das Netzwerk, das praktisch die Dönme, die gesamte Politik der Republik kontrolliert haben. Und gibt ein Buch raus, ein zweites Buch, in dem er Namenslisten veröffentlicht und angeblich aufdeckt, wer alles Dönmer ist. Und ein zweiter, der das macht, ist Sona Yalçın, der hat einen eigenen Fernsehkanal und wird von vielen in der Türkei als kritisch betrachtet. Damit wurde Jude zur gegenseitigen Beschuldigung verschiedener und zwar auch antagonistischer Lager. Also säkulare Nationalisten versus AKP und umgekehrt. Und man kann es auch in der Kampagne gegen Gülen sehen oder bei der kurdischen Bewegung. Fethullah Gülen war bis 2013 einer der engsten Verbündeten von Erdogan oder bis 2012 vielleicht eher und hat mit seinem Presseimperium und mit seinem riesen Netzwerk an Schulen und religiösen Vereinigungen die Macht von Erdogan erheblich gestützt und gestärkt. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, 2016 kam es dann durch diesen gescheiterten Putschversuch zum offenen Bruch und inzwischen ist Gülen praktisch der Hauptfeind und damit weiß man auch, er ist nämlich eigentlich Jude. Der Abgeordnete von Erzurum erzählt im Fernsehen, sein Vater ist Armenier und seine Mutter ist Jüdin. Und das ist nicht nur in dieser Zeitung, also nicht nur auf diesem einen regierungsfreundlichen Kanal, sondern die Cumhuriyet, Gülen und Judentum. Er ist in den Händen der zionistischen Lobby groß geworden. Also das ist inzwischen Standard sozusagen. Wobei man betonen muss, dass Fethullah Gülen, der ja in Deutschland oder in Europa unter dem Firmenschild des interreligiösen Dialogs segelt und zum Teil sogar von örtlichen Landeszentralen für politische Bildung als Partner angesehen wird und Unterstützung kriegt, selber auch in seinen Schriften sehr krasse antisemitische Positionen von sich gibt. Er kommt ursprünglich, das habe ich vorhin übersprungen, um es nicht so lang zu machen, aus den Vereinigungen zur Bekämpfung des Kommunismus. Es gab in den 50er Jahren, also in der Zeit dieser engen Bindung in die NATO und mit den USA, antikommunistische Politik, zwei große Organisationen, die sehr als Kaderorganisation clandestin gearbeitet haben, die Vereinigung zur Bekämpfung des Kommunismus und eine Mücadele Birliği, Kampforganisation, die beide Kontakte in den Sicherheitsapparat hatten und
zum Teil die Protokolle der Weisen von Zion oder andere antisemitische Schriften als Schulungsmaterial benutzt haben und aus denen faschistische und islamistische Politiker hervorgegangen sind. Also von dem Kaderstamm der AKP kommen viele aus dieser Mujahedine Birliği. Ein weiteres Beispiel, wie antagonistische Kräfte sich des Antisemitismus bedienen, ist einerseits die kurdische Bewegung und gleichzeitig die Diskreditierung oder der antikurdische Nationalismus. Kurden werden als verlängerter Arm Israels dargestellt. 2017, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, gab es in Südkurdistan, also im irakischen Gebiet, ein Referendum über die mögliche Unabhängigkeit. Und da gab es auf einer großen Brücke in Istanbul ein Transparent jüdischstämmiger Barzani: Wir wissen, wer du bist und dass dein Ziel nicht Kurdistan, sondern das große Israel ist. Und eines Nachts kommen wir ohne Vorwarnung. Und entsprechend hundertfach im Internet und überall wird immer dieses, was ich vorhin sagte, mit den beiden Streifen, die angeblich das große Israel darstellen, und Kurdistan ist dann Teil dieses Groß-Israels. Schon 2003 hat die säkulare nationalistische Zeitung Hürriyet einen Aufmacher gehabt. Man hat herausgefunden, dass also Barzani, wisst ihr, das ist der Führer der irakisch-kurdischen oder einer der beiden großen irakisch-kurdischen Organisationen. Also, und zwar nicht nur er, sondern sein Vater und sein Sohn. Also das ist so ein Familiending. Ist nicht sehr demokratisch, um es mal so zu sagen. Allerdings ist auch die kurdische Bewegung ihrerseits häufig bedient sich antisemitischer Inhalte und machte angebliche Juden für die repressive Kurdenpolitik der Türkei verantwortlich. Schon in den 80er Jahren hatte der PKK-Vorsitzende Öcalan das Judentum als eines der Grundübel der Welt bezeichnet oder in den 90er Jahren den Repressionsapparat der Türkei als jüdisch beeinflusst. Und wenn es zu irgendwelchen Konferenzen kam, international, dann waren angeblich alle jüdisch. Also zum Beispiel Joschka Fischer immer wer was Negatives gemacht hat, wurde dann als Jude denunziert. Und das bezog sich leider nicht nur auf die PKK, sondern das galt auch für andere linke kurdische Organisationen. Und es gab zum Beispiel dieser Mevlan Sade, den ich ganz am Anfang gezeigt hat, Mevlan Sade Rifat, der das gesagt hat, wie die Juden das Osmanische Reich kaputt gemacht haben. Der war ethnisch Kurde und war auch eine Zeit lang in einer kurdischen Organisation. Und es gibt inzwischen in der Türkei mehrere intellektuelle kurdische Zeitungen, zum Beispiel Kürtarchi, und da erscheinen positive Artikel über ihn, ohne dass in irgendeiner Weise auf seinen Antisemitismus Bezug genommen wird. Und Öcalan hat sich ja im Gefängnis, in letzter Zeit wird er gefeiert als der große Held der Frauenbewegung und der Ökologiebewegung, und hat so eine ganze Schriftenreihe herausgegeben für die Soziologie der Freiheit. Aber auch da finden sich leider krasse antisemitische Inhalte. Das werdet ihr auch in dem Buch leider nachlesen können. Schade. Den meisten und militantesten Manifestationen von Antisemitismus gibt es im Zusammenhang mit dem Palästina-Konflikt. Also das war während einer der früheren Gaza-Kriege Danke, gut gemacht, oder in der Kreuzworträtsel mit dem Lösungswort Wir ersehen dich. Und
Juden, die selber in der Türkei leben, werden damit für die Politik Israels haftbar gemacht. Das wissen wir auch von hier, das gibt es hier auch. Wo zum Beispiel dann in Edirne eine restaurierte Synagoge wieder geschlossen wurde, weil gesagt wurde, solange ihr euch nicht von Israel distanziert. Oder, das sind jetzt alte Fotos, sorry, bei der Synagoge in Istanbul 2014 bei dem damaligen Gaza-Krieg ein Schild angebracht wurde, abzureißendes Gebäude. Und entsprechend hat es auch jetzt nach dem 7. Oktober ungemein zugenommen. Die Jeni Shafak, eine der Regierung sehr nahestehende Zeitung, hat auf der Titelseite vom 8. Dezember geschrieben, sie töten im Namen eines 3000 Jahre alten perversen Glaubens. Die Welt muss dieses Virus, nämlich die Juden, auslöschen. Das war die Titelseite der regierungsnahen Jeni Shafak. Und auf dem Flughafen in Istanbul war jetzt im März kurze Zeit so auch eine Anzeige, eine antisemitische, die ist dann aber auf Protest der jüdischen Gemeinde, also nicht, die haben kein, im Internet findet man da nichts zu, sondern es haben die anscheinend intern geklärt, es ist wieder abgenommen worden. Okay, es ist alles ziemlich düster. Allerdings gibt es, wenn auch in sehr kleinem Maß, auch Aktivitäten gegen Antisemitismus in der Türkei. Und in dem Buch sind über die Hälfte der Artikel von Menschen aus der Türkei geschrieben und das Buch wird auch in der Türkei erscheinen. Also von daher tut sich was, um es mal auf diese kleine Formel zu bringen. Und ich mache jetzt erstmal Schluss und warte auf eure Fragen. Sorry, das war ein bisschen lang, ne?